Am 12. Juni war es nach Corona-bedingter dreijähriger Pause endlich wieder soweit. Die Halstenbeker Bühnen konnten bespielt werden. Bürgermeister Claudius von Rüden ließ es sich natürlich nicht nehmen, das Sommerfestival für alle zu eröffnen. Herzlich willkommen, liebe Halstenbekerinnen, liebe Halstenbeker, liebe Gäste, Künstler, Foodtruck-Betreiber und sonstige liebe Freunde der Gemeinde Halstenbek. Es freut mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. 3 Jahre Warten sind vorbei. Endlich können wir wieder feiern. Dafür ein Applaus! 6 Stunden standen insgesamt 14 Live-Acts aus Halstenbek und Umgebung auf den beiden Bühnen. Ohne Gage und das bei freiem Eintritt für die zahlreichen Besucher. Herzlichen Dank, Mandy Hohmann. Wie gesagt, normalerweise macht sie was ganz anderes bei uns in der Verwaltung. Aber sie ist mittlerweile das Gesicht der Halstenbeker Bühnen. Wie sie das hier managt seit Monaten, wie sie mit den Ehrenamtlichen das organisiert, wie sie wirklich jede freie Minute nutzt, neben dem Standesamt, das läuft natürlich weiter, dieses Fest hier zu organisieren, ist großartig. Und von daher jetzt schon einen herzlichen Dank, Mandy Hohmann. Das ist echt klasse. Das ist auch ganz klar ihr Fest. Danke. Heute wird Halstenbek rocken, wir haben klassische Musik, wir haben Country, wir haben Hardrock, wir haben alles dabei. Das ist richtig schön, euch alle wieder mal dabei zu haben und wirklich zu feiern, denn das gehört eigentlich zu einer Gemeinde dazu. Wir alle, Bürgerinnen und Bürger, müssen zusammenkommen, sich treffen und auch mal feiern können. Und das wird heute großgeschrieben. Bisher ist die Sonne uns noch gut gesonnen und ich hoffe einfach auf ein tolles, fröhliches Fest. Und das sollte es auch werden. Das Programm war tatsächlich so abwechslungsreich, wie es der Bürgermeister angekündigt hatte. Unter den Interpreten waren auch einige Neuhalstenbeker mit Migrationshintergrund, wie Mansour Mansouri, der seit 2016 in der Gemeinde lebt. Er ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration und außerdem ein hervorragender Pianist. Wir konnten auch dieses Jahr mehrere junge Künstler mit Migrationserfahrung aus Halstenbek gewinnen, die für uns heute tanzen, singen, auch Musik spielen. Ich freue mich, dass die Halstenbeker Bühne nach langer Pause wieder dieses Jahr in Halstenbek stattfindet. Als Integrationsbeauftragten der Gemeinde Halstenbek ist die Halstenbeker Bühne für mich auch als Bühne für die Integration, aber auch Teilhabe an die Gesellschaft. Neben der Musik ging es an diesem frühsommerlichen Sonntag auch um das Thema Ehrenamt. So stand die Verleihung des Ehrenamtspreises der Gemeinde auf dem Programm. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Ute Hansmann. Seit 1978 engagiert sie sich für den Verein Spieljothek, deren Vorsitzende sie 20 Jahre war. Die Laudatio auf die Preisträgerin hielt Barbara Hansen, selbst eine vielseitig engagierte Ehrenamtlerin. Sie ist die Seele der Spieljothek. Sie sorgt dafür, dass der Laden läuft. Sie ist die Mutter des Ganzen. Liebe Frau Hansmann, 44 Jahre ehrenamtlicher Einsatz für die Spieljothek und ein Ende ist ja noch nicht abzusehen. Das verdient Respekt, Anerkennung und ein herzliches Dankeschön. Mit der für sie typischen Bescheidenheit freute sich Frau Hansmann über die Auszeichnung. Ach, das ist eine Anerkennung meiner Arbeit. Das ist sehr lieb und sehr nett und es hat mich gefreut. Der Bürgervorsteher der Gemeinde, Jan Krohn, rief die Halstenbeker dazu auf, dem Beispiel von Frau Hansmann zu folgen. Ich möchte Sie alle bitten, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Kapazitäten frei haben, engagieren Sie sich in Ihren Verein, engagieren Sie sich in wohltätigen Veranstaltungen, in wohltätigen Bereichen, helfen Sie anderen Bürgern, werden Sie aktiv. Mit dem Ehrenamt steht und fällt unsere Gemeinde. Vielen Dank. Organisiert und durchgeführt wurde das Sommerfestival von vielen freiwilligen Helfern und Helferinnen, wie zum Beispiel den Pfadfinderinnen und dem Rathausteam. Die Halstenbeker Bürger und Bürgerinnen wussten deren Engagement zu würdigen. Sie waren begeistert von ihrem Sommerfestival.
Ich finde das Halstenbecker Kulturfest total super. Die Halstenbecker Bühnen, es sind ganz viele junge Künstler, die hier auftreten, die das erste Mal auftreten, aber auch ältere Bands. Ich finde diesen Misch super und vor allem das kulinarische Angebot ist super und besonders toll ist, dass das Wetter mitspielt. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und dass es auch so gut besucht ist. Ganz toll, Halstenbeck weiter so. Man darf sich also schon jetzt auf die Halstenbecker Bühnen 2023 freuen.